Willkommen bei Minecraft in einer weiteren Folge. Also, After Humans war doch sehr anspruchsvoll. Wäre wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so richtig funktioniert. Jetzt bin ich bei Deco City drin. Die haben auch normale Blöcke. Verschiedenes. Es funktioniert einwandfrei. Reibungslos, ohne Probleme. Normal wie bei Minecraft eben. Aber dekorativ haben sie vieles da. Schrank haben sie auch da. Die haben auch Waschbecken und einen Kühlschrank, wie man hier sieht. Und deswegen würde ich bei ja, hier bei Deco City bleiben. Was mir allerdings fehlt, ist die Karte. Aber ich kann ja mal in die Luft gehen. Das ist hier wahrscheinlich eine kleine Insel. Ich bin hier gerade gespawnt. Ich bin noch komplett ahnungslos. Jetzt gehe ich mal bei Setzling. Die haben auch nur die paar Setzlinge, die reichen aber auch. Um ehrlich zu sein, die Tropenbäume. Mit dem Gummibaum. Also, wer bei ATB drin ist und bei die Bäume setzen möchte, bitte kein Gummibaum, das quetscht die Welt. Ich hab's mitbekommen. Ist das hier Festland oder ist das jetzt eine Insel? Es geht zum Festland. Es ist im Wald. Hier ist Flachgebiet. Also ich würde sagen, mir gefällt das Glas. Was haben Sie als Glasauswahl? Ganz normale Glasblöcke. Okay, kann man mit leben. Wow. Jetzt gefällt es mir mehr. Eine Glastür, ein Glastisch. Also, ich glaube, ich bleibe hier bei Deco City. Ist ein Modpack von Technik Launcher. Deco City. Ich würde hier beginnen, weil hier ist auch kein Schlaber. Ich würde mir einen Tropen bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt auf normaler Erde spawnt oder auf Botzoll. Knochenmehl. Ich kann es mal probieren. So, auch mit dem Grafikanforderungen funktioniert das. Mal gucken, ob das geht. Ob bei der Version. Nee, dann ist die schon etwas weiter. 1.7, ja, die ist schon etwas weiter. Ach ja, dann. Na. So, dann gehe ich mal hier rauf. Wahrscheinlich muss das hier drauf und dann. Oder habe ich mich geirrt? Oder vielleicht die ganz normale Erde? So, aber die Musik ist mir schon wieder viel zu laut. Normale Erde. So. Probieren geht über Studieren. Hier ist auch nichts weit und breit. So, jetzt müsste es aber theoretisch gehen. Oh ne. Na toll. Na, wird das? Was? Wird das nicht? Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich probiere es mal auf der Erde hier. Gut. Ach, Botzoi. Okay, gut. Da hat nur etwas länger gedauert. Schöner großer Baum. Das wird dann quasi der Eingang zu meinem. In meiner Welt. So. Jetzt wieder Neues. Gut, mal gucken. Bin ich ja zufrieden erstmal. Schaue ich mir jetzt mal von weitem an. So, ja, zwei Bäume, genau. Mammutbäume geht ja hier nicht. Wie sieht es unter Wasser aus? Ach, Karl.
Ja, ich gehe jetzt mal bei Glas rein. Ich möchte mir nämlich echt mal meine Glaswelt fertigstellen. Ich nehme Blau. Und nicht nur Blau. Ja, doch Blau. Blau nehme ich. So, ich muss mal kurz gucken, wie lange die Folge geht. 5 Minuten. 5 Minuten habe ich noch. Weil ich muss heute noch los. So. Diesmal sind keine Bäume dabei, die mir alles versauen. Und so weiter. Ja, dann gehe ich mal, mache ich mal die ersten Linien hier. So, und da Wasser dann, jetzt sieht man auch ein bisschen mehr. Ich hoffe, man sieht das auch bei der Aufnahme. Im Moment sehe ich das ganz gut. Bei den Partikeln kann ich mal bei der Option reingehen. Geht das jetzt hier? Wo ist denn das? Ah, ich bin heute sowas von blind. Weiche Beleuchtung, maximal Sichtweite. Weiß nicht, ob das jetzt. Hallo? Ob das jetzt besser geworden ist? Kann ich jetzt nicht sagen. Also dieses Modpack heißt Deko City. Man kann ja wirklich sehr viel Dekoratives mitmachen, wie unter anderem auch den Kühlschrank, Wohnzimmertisch, Couch. Macht der Couch? Gott, da macht sogar eine Couch. Ein Auto? Ja, sorry, jetzt muss ich hier raus. Kann man hier auch reinsteigen? Nee, das will ich. Man kann aber nicht einsteigen. Okay. Ist aber geil. Bin ich schon ganz hinten angelangt? Nö. Oh doch. Nee. Ach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber sogar ein Auto geht. Also hier kann ich mich echt austoben. Hier bleibe ich. Das wollte ich doch. Hier kann eine Straße bauen, wo auch ein Auto drauf steht. Ich werde diese Version ziemlich ausnutzen. Mit allen möglichen. Jetzt glaube ich, habe meine Welt gefunden. Den Ort habe ich auch schon gefunden. Man ist am Wasser, man ist aber auch im Wald. Man hat eine kleine ebene Fläche, wo man was bauen kann. Lava für Obsidian hat man auch. Da kann man sich ein Tor bauen, da muss man sich noch nicht mal erst craften. Wow. Cheaten, createn, wie man das auch immer nennt. In der nächsten Folge werde ich mich mal ausprobieren zu dem, was es hier alles gibt. So. So. Und jetzt gehe ich mal hier zurück. Jupp. Hatte schön. Da werde ich quasi eine Allee auch mitbauen, nur aus Tropenbäumen. Gut, eine Reihe mache ich noch und dann heißt es aber Aufnahmepause, weil dann muss ich auch los. Habe ja heute noch Verpflichtungen, diesmal private.
Jupp, wird wenn ich hier drauf gehe. Hier kann ich leider nicht auf den Tagmodus stellen. Das ist schade. Das fand ich bei ATB ganz gut, dass man hier auf den Tagmodus stellen konnte. Hier ist man quasi gezwungen, sich ein wunderschönes Bett. Welches nehme ich denn? Krass. Ich nehme das hier. Ich weiß nicht, ob man da drinnen schlafen kann oder ob das nur Dekoration ist. Das werde ich jetzt mal testen. So. So. Nee, das ist nur Dekoration. Gut. Gut, okay. Wo ist denn das eigentliche Bett? Das ist das Bett zum Schlafen, das andere ist eine Dekoration. Schade eigentlich, wäre hübsch geworden. Gut. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ich bleibe bei Deko City Modpack. Und bleibe auch hier in dieser Welt. Weil man hat den Wald, man hat die Fläche, die man hier gut nutzen kann und man ist direkt am Wasser. Also ist man genau richtig. Man hat vielleicht ein paar Dungeons. Ich werde mal schauen, ob es hier Städte gibt, Dörfer oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Ich bin noch nicht hier rumgeflogen. Werde ich auch mal sehen. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da braucht man seine eigenen Dörfer. Ja, bis dahin noch viel Spaß und Erfolg. Tschüss.